So, Freunde, willkommen zurück zu The Suffering Prisoner's Hell. Ja, ich fange wieder jetzt von hier an, weil ich denke, mein zurzeitiger Run war nicht sehr berauschend. Und ich wäre sehr dankbar, wenn diese kleinen Mädchen endlich ihre Klappe halten können. Jedenfalls, beim Schneiden der alten Folgen habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar, Kinder mögen ja Knallfrösche. Und wir besitzen ja Granaten. Sind ja auch sowas wie Knallfrösche. Ich habe mir gedacht, vielleicht mögen das die kleinen Kinder. Das werde ich jetzt auch mal öfters ausprobieren, ohne dass ich Ernesto treffe. Gehen wir mal raus zu den Mädchen. Na, hoffentlich nicht. Oh, so schöne kleine Mädchen. Das sind bestimmt keine brennenden Fotzen! What the? Sie sind es, oder? Ah, jetzt! Stirb! Stirb, 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 stirb! Nein, 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 nein! Heiß, 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 heiß! Ah! Ah! Ich bin eben von einem. Jawohl, hilf mir! Ernesto! Sobald sie zur Asche zerfallen, sonst kommen sie zurück. Genau. Oh, da ist noch ein Häufchen. Du, Gottverdammt. Ja, hallo, servus. Die Chancen, dass ich 10 Stunden in dieser Hölle überlebe und ausgerechnet dich treffe. Ja, ja, bla bla, du mich auch. Der seine Frau und seine Kinder umgebracht hat. Warum, Pendejo? Warum hast du es getan? Wirst du auch mich töten? Komm schon, Knastbruder, töte mich. Ich fordere dich heraus. Genau hier zwischen die Augen. Ja, das Ganze kennen wir schon. So ist das. La 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 la. Ja, ich habe keine Cojones, du bist Mr. Cojones, ist schon klar. Ja, ja. Fahr zur Hölle. Ich ja, bin ja. mit dir fertig. Bin ich schon, danke. Erstmal auffüllen hier. So. Ja, ich schieße ihm in den Arsch, dann kann er mir vertrauen. Nein, letztes Mal haben wir auch nicht hier in dieses Haus gesehen. Da liegt dann auch einiges. Er wartet ja sowieso hier. Und das Ganze kennen wir sowieso schon, das Ganze Blabla und Quakwa. Ah, schön, schön. Ja, noch einmal. So. Sehr schön. Jetzt bin ich endlich mal wieder voll. Ah! Och, diese beschissenen Stühle! Du! Ja, ich telefoniere mal, ja? Ich habe versucht, Consuela und meine Töchter. Ah, schade. Garnet 2 hörte mich. Nein. Und es stand in Flammen. Schnauze! Diese verfluchten Putas waren überall. Der redet noch immer. Von meiner Familie. Seitdem habe ich ununterbrochen gesucht. Ja. Und ich werde nie aufgeben. Schon gut. Du bist immer noch hier, Häftling? Ja. Torg, das ist doch dein Name. Nein, ich heiße. Na gut, dann komm. Horst. Vielleicht hassen wir uns. Und vielleicht sterben wir sowieso. Also ich hasse dich schon. Aber zusammen töten Nein, wir ich mag von diesen Putas als Ernest. Alleine. Ernest? Ernesto. So. Nicht Ernest. Ernest ist der Örgest. Im Gleichschritt Marsch. Gleichschritt am Arsch. Nein, dort drüben. Ich sehe noch irgendwas? Nein, war ja klar. Hier entlang. Vamonos. Ja, ja. Kochone aus. Die Wache ist unsere einzige Hoffnung zu überleben. Und der Leuchtturm muss in Betrieb sein, damit sie hier ankommen. Aber das Erdbeben hat einen Stromausfall verursacht. Wir müssen den Generator wieder in Gang bringen. Mir nach. Ja, sorry, dass ich gerade hier so ein bisschen überdreht bin, aber naja. Vergewissere dich, dass du sie fertig machst. Vernichte ihre Asche. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, damit sie nicht auferstehen. Ich glaube, das hast du uns schon 100 Mal gesagt. Drüben. Ja, oh, Mädchen. Was oh, schön. Die da? Wahrscheinlich Können sie die Toten nicht in sind Ruhe sie lassen? Nekrophil. Nekrophilie. Erstmal nachladen. Zu Beginn war es ein Spaß. Na, verwandelt euch. Wir mochten sie nicht. Wir haben sie weggeschickt. Ich nehm. Ja, und hier. Ja, tat das gut. Ja, tat das gut. Au. Ah, verdammt, 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 verdammt. Ah! So. Lass uns hier verschwinden. Diese Toten werden Ich glaube, das mit den Knallfröschen funktioniert. Sie mögen es. Ah. Ist doch gleich viel besser so. Hätte ich vorher dran gedacht. Naja. Oh, abbiegen.
Ich hab mich... Ah! Würmchen! Jetzt lass dich doch nicht treffen! Nicht schlecht für einen Häftling! Ich werde dich im Auge behalten müssen! Ja, ich mich auch. Moment! Speichern! Sieh dir das Feuer an! Er wird gleich explodieren! OMG! Das misst wir auch gleich! Wirst du wohl hierbleiben? Ah! Ha! Tot! Für deine Familie! Ah! Hab ich dich! Ah, dich hab ich auch gleich! Ah! Verdammt! Zurück mit dir, wo du hergekommen bist! So! Wir sind ein gutes Team, was? Ja, läuft ganz gut. Überraschenderweise. Mit einem Häftling ja, speichern. Würde. Lieber einmal zu viel speichern als einmal zu wenig. Würde ich mal sagen. Oh, ich habe nichts mehr zum Nachladen. Scheiße. Naja, dann nehmen wir mal die hier. Ah! Fass ihn nicht an! Ah, schon wieder daneben. Genau, bleib einfach so stehen. Wirst du wohl. Wirst du wohl da rauskommen? Dämliches Vieh! Geht doch. Du tötest wie ein Profi. Ja, danke. So. Jetzt ein Schnelldurchlauf hier in Richtung Dingenskirchens Kackens. Wird mir nicht zu viel Munition verbraten, ne? Mach du mal, du kannst das schon. Erstmal Pillen nehmen. So. Ach ja. Der Flashback. Gut, ich kann noch weiterspielen. Oh, aber es ruckelt wie Sau. Vernichte ihre Körper. Hinterlass keine Spuren. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, schon klar. Speichern. Es tut mir echt leid, dass ich echt so extrem viel speichern jetzt tue, aber ich will unbedingt, dass Ernesto überlebt. Ja, du mit meinem Arm, ich weiß schon. Ja, warte kurz. Ich muss noch kurz mit meiner Frau telefonieren. Oder soll ich überhaupt auch? Nee, ich lasse es. Ja, nichts Gescheites hier. So, erstmal folgendes. Einmal das hier. Ja, genau. Sehr gut ausgewichen. So. Problem auch gelöst. Moment. Erstmal hier vernünftig ausrüsten. Ja, ich bleib bei der Schrot. Und ja, ich habe Splittergranaten. Gut. Friss den! Ha! Hab dich! Ah, verdammt! Au! Au, au, au! Aber dich habe ich. So. Der Herr. Ja, au! Du bringst mich auch um. Du Peniskopf. Ah! Daneben, Mistvieh. Für meine Familie. Ha! Läuft gut, Ernesto. So. Jetzt sind wir wenigstens schon mal weiter als vorhin. Jetzt müssen wir den Generator hier starten und aufpassen, dass wir nicht ins Feuer rennen. Das wäre ungesund. Aber ich will noch, ja. Ja, wusste ich's doch. Das kann ich gut gebrauchen. Okay. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Dynamit und so. Dynamit ist voll. Soll ich mal mit Dynamit handeln? Nee, ich glaube, die Granaten wären besser. So, erstmal den hier. Und wir haben Strom gemacht. Häftling, du hast es geschafft. Das Licht ist an. Lass uns zurückgehen und diesen bösen Ort verlassen. Alles klar, Bro. Gehen wir. Eieieiei. Bin ich froh, dass es jetzt so gut läuft. Oh ja. Ernesto wird leben. Matalios, ihr Häftlinge seid alle locker. Aber in diesem Fall kann ich es verzeihen. Beeil dich und starte den Generator.
Adelante, die Zeit läuft gegen mich. Ich muss Consuela finden. Ich hab den Generator gerade gestartet. Ernesto, bist du doof? Ich probiere mal, ob ich den vielleicht nochmal betätigen kann, möchte, tun, sollen. So, einmal hier und einmal so. Bist du jetzt zufrieden? Wehe, er steckt jetzt in seinem Ablauf fest, weil dann kriege ich die Krise. Wenn du diese Diablos erschießt, vergewissere dich, dass du sie fertig machst. Vernichte ihre Asche. Es ist die einzige Möglichkeit, damit sie nicht auferstehen. Hallo. Fick dich. Ah, pass doch auf, du Idiot. Du bewegst dich ja nicht. Weil er sich nicht bewegt hat. Dämliche Frau. Na gut, ich lade nochmal. Ja, das Spiel läuft ja supi-dupi. Willst du mir etwas sagen, Ernesto? Vielleicht, dass ich den Generator starten soll? Wehe, das funktioniert jetzt nicht. Wehe. Das ist mein Name. Schnauze. Starte den Reaktor einfach. Häftling, du hast es geschafft. Ja. Das Licht ist an. Lass uns zurückgehen und diesen bösen Ort verlassen. Und wehe, du bleibst jetzt nochmal stecken. Da klingelt dein Telefon. Moment, ich komm schon. Hatten wir das nicht schon? Ich habe gute Nachrichten. Hier läuft's prima. Und ich habe. Das hatten wir doch schon. Hier entlang. Vamonos. Ja. Oh. Ihr dreckigen Kriminellen. Ihr habt die Oh. dieser Insel entfacht. Ihr plant. Das wusste ich gar nicht. Schön. Ihr uns Wärter erledigen wollt. Tja, jetzt ist es soweit. Ja, bla bla. Komm schon. Uns alle umbringen. Zufrieden? Ja, bin ich. Sehr sogar. Na, willst du nochmal aufstehen? Keine Chance. Gehen wir weiter? Ja, sehr schön. Einmal durch den Wald. Oh, speichern. Ja, wundert euch nicht, meine Kinder. Ich kenne diesen Ort. Sind wir Kinder drei? Und ich muss gleich reihen. Schreien alle husch, husch, husch. Aha! Jemand brennt! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Werdet ihr euch voll ficken? Wow! Ja, Schnauze jetzt! Ah, fuck, er ist tot. Oder? Ja, er ist tot. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass es meine Lieblingsstelle ist? Sitzen unterm Hollerbusch, schreien alle husch, husch, husch. Hier, nimm den! Ah, ich weiß nicht, wohin ich schieße! Ah, und jetzt muss ich auch noch lachen haben. Bist du wohl drauf, Kim? Pass doch auf, du Idiot! Ja. Du auch. Tot. Bist du wohl? Was ist das? Meine Frau hat mir die Geschichte dieses Orts erzählt. Vor 300 Jahren befand sich ein puritanisches Dorf auf dieser Insel.
drei jungen Anscheinend war es das. Dorfbewohner im Bunde mit dem Teufel zu sein. Es gab Scheiterhaufen. Ich glaube, hier geschah. Sie hatten Angst vor dem Bösen im Innern, aber sie sah zu sein. Es gab Scheiterhaufen. Genau, es gab Scheiterhaufen. Lecker Scheiterhaufen. Kennt ihr Scheiterhaufen? Das Gericht? Das ist voll lecker. Eins meiner Leibgerichte. Ah, Busch! Und hängender Sound auch noch dazu. Huhuhu. Soll ich das speichern? Ach ja, komm, ich speichere das. Oh.